habe dieses Jahr so viele Fan-Arts für mich gemacht und ich bin wirklich mega dankbar dafür. Das heißt, in diesem Video werden wir uns Fan-Arts anschauen. Und ich kann euch ehrlich sagen, das sind ein paar sehr sasse, aber auch sehr, sehr viele coole dabei. Und ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall mit einem sehr, sehr krassen Fan-Art an. Und zwar mit dem hier von Vani My Fave. Und Freunde, schaut mal, wie krass das bitte aussieht. Das bin einfach ich als Anime-Charakter. Und naja, da oben ist mein richtiges Profilbild. Und hier bin ich mit einer Kuh auf meinem Merch drum und einem Hotdog. Auch mit braunen Haaren, mit braunen Augen, mit dem orangen Hoodie und mit der schwarzen Jacke. Also wenn das mal keine 10 von 10 ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Und Freunde, das ist erst der Anfang. Das heißt, es werden noch viele weitere krasse Fanarts kommen. Und außerdem, Freunde, schaut mal, wer hier alles zuschaut. Das Team A-Ray, let's go! Übrigens, wenn ihr auch mit mir aufnehmen wollt, dann kommt auf einen Discord-Server. Da könnt ihr immer dabei sein dann. Wir machen mal weiter mit dem nächsten Bild von Bellbiene. Und schaut mal, wie cool das aussieht. Das bin einfach ich mit meinem Weihnachtsskin. Und sogar hier oben ist meine Kuh und mein Logo drauf. Hier habe ich grüne Augen. Hier steht noch A-Ray. Und hier ist auf jeden Fall auch noch mein Weihnachtsmerch. Das nächste Bild ist von Kuhinsel. Da bin ich mit einem gelben Hintergrund dieses Mal. Ja, okay, hier habe ich auch einen gelben Hoodie an und eine schwarze Jacke. Oh, wow, schau mal diese coole Augenfarbe an. Die ist einfach goldgelb oder sowas in der Richtung. Aber meine Haare sind genauso wie bei meinem Roblox-Skin. Und ja, Freunde, bis jetzt würde ich sagen, haben wir meinen Roblox-Skin alle drei Bilder sehr, sehr gut getroffen. Das nächste Bild ist einfach von Lamis Hangout, so wie das ausschaut. Schaut euch mal das an. Das ist von der lieben Amira. Also Lami, ruf mich an. Und schaut mal, hier werde ich in das schwarze Loch von Lamis Hangout reingezogen. In der Stadt hier. Da ist ein blaues Haus, da ist ein lila Haus. Und diese Partikel sieht man auch im Hintergrund. Und Freunde, dieses Bild von Jonetta ist viel zu sass. Das zeige ich euch am Ende vom Video. Also bleibt dran. Wir machen erstmal weiter mit dem nächsten Bild von Slime HD. Und das ist ein GFX von mir. Da bin ich mir beim Halloween-Skin und ich mache einfach einen Dab. Wie lustig sieht das denn aus? Auch mit einem orangen Hintergrund und sowas. Also sehr, sehr cool. Und ich leuchte sogar so richtig. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Das nächste Bild ist von Divya 2012. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ah, genau. Hier steht von Kaylee. Okay, Grüße gehen raus. Vom 6.8.2023 ist das schon ein bisschen älter, aber trotzdem sehr, sehr cool mit meinem Sommerskin. Oh, ich freue mich schon so auf den Sommer und ich glaube, ihr auch. Denn ich meine, der Sommer ist einfach so cool. Wir schauen uns mal das Bild noch ein bisschen genauer an. Da oben steht Avery und ich glaube, das wurde sogar echt gezeichnet mit der Hand. Naja gut, hier ist mein Erdbeermerch mit meiner Sonnenbrille und auch wieder mit meiner Kuh. Also wirklich, der Skin sieht sehr, sehr gut aus. Das nächste Bild ist von der lieben Lisa. Mal sehen, was hier steht. Hallo Avery, ich bin Lisa und ich bin ein Fan. Hier ein Döner ohne Tomaten und ein Donut. Genieß es. Vielen Dank, Lisa. Aber schaut mal, wie süß dieser Donut bitte aussieht. Den will ich gar nicht essen. Hier ist noch ein Herz, hier ist ein bisschen Konfetti und sogar ein Döner. Warte mal, Döner, ey. Ich meinte Donut natürlich. Oh Mann. Aber im Großen und Ganzen ein sehr, sehr buntes und schönes Bild. Machen wir weiter mit dem Bild von Lami Best. Hier bin ich mit goldenen Kopfhörern, mit einem roten Anzug und mit einer Goldkette. Und das sieht schon richtig teuer aus alles. Aber ich glaube, meine Kuh fehlt. Trotzdem ein sehr, sehr schönes Bild. Und ich glaube, Freunde, ich bin gerade auf dem Weg, den Kanal zu abonnieren. Und das solltet ihr auch machen, denn das ist kostenlos. Und dann kann ich mehr von solchen coolen Videos machen. Das Bild ist von Mayu the Best. Und da ist ein Gruppenbild von uns allen. Also von Lami, Emily, Mayu und mir. Okay, und hier sogar aufgezählt, wer Döner mit was mag. Einmal Döner mit alles, Döner ohne Tomaten und Döner ohne Tomaten. Meine Lieblings-Roblox-YouTuber steht da noch dazu. Also wirklich, das ist super, super nett. Und ich muss schon sagen, Lami, Emily und Mayu sind auch sehr, sehr gut getroffen. Und ich natürlich auch. Hier ist noch ein GFX von Def Yannick. Und das sieht auch mal so unfassbar episch aus. Ich meinte, dieser Lava-Hintergrund dann auch mit meinem Halloween-Avatar und mit einer Murder-Mystery-Waffe in der Hand. Hier steht auch noch A-Ray TV. Das ist so ein bisschen verzogen und das sieht so, so, so krass aus. Und ich habe keinen Kopf, also ich glaube, ich habe sogar Headless. Also ja, wenn Halloween ist, wäre das auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Profilbild. Das nächste Bild ist von Evalinchen und hier setze ich auf so eine Ringschaukel, glaube ich, nennt man das. Und neben mir ist eine XXL-Tomate, aber die ist durchgestrichen, sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, ich schaue mir gerade einen Sonnenuntergang an oder vielleicht auch die schöne Aussicht hier. Und ich merke gerade, ich habe sogar meine Jacke ausgezogen hier. Also diese schwarze Jacke ist weg und ich sitze hier mit meinem orangen T-Shirt. Sehr, sehr, sehr cool. Dieses Bild ist von 9RKR und das bin ich mit meinem Weihnachtsmerch, da steht AA-Pups drunter. Und das ist schon sehr weihnachtlich, auch mit diesen Farben hier, mit weiß, mit rot und mit grün. Und ja, da gibt es nicht viel zu sagen, außer dass es auch sehr, sehr nice aussieht. Haben wir jetzt ein Bild von Eileen unterstrich cute. Ja, Eileen, was soll ich dazu sagen? Das bin ich aber als Ohio-Mädchen oder so. Nein, Spaß, das sieht schon ziemlich lustig aus auch. Also sehr, sehr gut getroffen. Meine Kuh oben hat einfach so ein paar Hörnchen. Ich habe sehr viel Lippenstift und ziemlich viel Make-up drauf. Ja gut, also ganz klare 10 von 10. Hier ist dann noch ein GFX von Not Valid Developer. Und da bin wieder ich mit dem Halloween-Skin. Ich glaube, den mögt ihr. Wieder mit orangem Hintergrund. Ich fasse mir an meinen Kürbishut, glaube ich. Und da steht Avery mit 3D-Text. Also auch wie das andere Bild sehr, sehr gelungen. Das Bild ist von Diane the Droblin.
Roblox und schaut mal, da wurde ich einfach in, ich glaube Spraypaint heißt das, da wurde ich gemalt. Man sieht mich hier, wie ich die Hände nach oben reiße und wie ich lache, auch mit meiner Kurve im Kopf und mit meinem Outfit. Und ich glaube, das ist sehr viel Arbeit, das in Spraypaint zu malen, also auch natürlich vielen Dank dafür. Dieses Bild hier ist einmal von 1000 Hallo 1000 und da wurde ich in echt gemalt, da sieht man sogar noch ein paar Stifte hier oben. Und da bin ich mit braunen Augen, mit braunen Haaren und natürlich mit meinem Merch, mit meinem Kopf drauf sogar. Und ich stelle mich auch mal hier daneben, man kann schon sehen, das ähnelt mir sehr, sehr doll. Und das Bild ist natürlich auch toll. Vielen Dank. Schaut euch mal bitte das Bild an. Das ist von Bluecraft, also Fire46178. Und das ist auch ein GFX und das sieht irgendwie aus wie Lego, aber auch mit mir drinnen. Also das hier sieht aus wie so Waffen mit einem Haus im Hintergrund. Und da bin ich, der mit Weihnachtsmerch ein Bild in der Hand hält. Und sogar mit so einem coolen Windeffekt noch außenrum. Und schaut mal, wie schön ich einfach winke. Hallo Freunde, was geht ab? Und schaut euch mal an, wie süß das hier bitte ist von Evalinchen. Ein Gruppenbild von Mayo und mir. Wieder mit so rot, gelb und orange im Hintergrund. Und da steht Mayo und Avery und wir umarmen uns hier einfach. Beide mit dem Weihnachtsmerch, also er hat seine Mütze auf und ich habe hier mein Weihnachtsmerch an. Ey, dieses Bild könnte ich mir stundenlang anschauen. Geht aus wie das nächste Bild, denn das ist von Akina. Und warte mal, die ist sogar hier dabei. Ey, Grüße gehen raus. Die ist auch hier im Spiel drin einfach. Und hier steht sogar ein richtig langer Text, den lese ich einmal vor. Von Akina, love Avery, Hashtag Avery, forever on top. Vielen Dank schon mal dafür. Und schaut mal, der wurde einfach echt gemalt. Natürlich beim Profilbild mit der Kuh auf dem Kopf. Also so, wie man es kennt. Warte mal, kurze Pause. Ich sehe gerade, Evalinchen ist auch hier, die eben dieses Bild hier gemacht hat. Auch danke dafür nochmal. Okay, weiter geht's. Lieber Avery, ich wollte dir schon lange sagen, dass du die besten Shorts-Videos-Lives machst. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Auch ich deiner Familie auch. Bleib gesund, dein größter Fan, Akina1701. Und sie schreibt einfach einen ganzen Text für mich. Das ist so unfassbar nett. Also freut mich, dass dir meine Videos so viel Spaß machen. Let's go. Ja, mir noch ein Bild von Junetta, aber das ist nicht ganz so sass wie das, was ich euch am Ende zeigen werde. Also Freunde, bleibt dran. Gleich könnt ihr das andere Bild sehen. Aber zuerst einmal das anschauen. Das bin ich aber als Mädchen. Mit langen braunen Haaren, mit so Wimpern und ich glaube, das war's auch schon. Aber allgemein ziemlich lustig und natürlich auch gut getroffen, würde ich sagen. Dieses Bild hier ist von Lavina9824 und hier wurde ich ausgeschnitten, als kleine Figur gemacht. Ich habe hier sogar einen Fußball und ein paar Herzen und ich schreie Sui. Hier ist noch so ein schwarz-oranger Hintergrund. Ich habe hier auch mal ein Sommer-Merch an und da steht Avery auch mit orangen Herzen und hier sogar noch ein Zeichen-Effekt drauf. Schaut mal da oben, bei der Kuh sieht man das ganz gut und das gefällt mir natürlich auch. Vielen Dank dafür. Von Suva ist das nächste Bild. Hashtag Team Avery von Suva, danke für Mod, weil er ist ja Moderator von meinen Livestreams immer. Also ich bedanke mich eher bei dir, Suva. Aber er hat nicht ganz simpel mit einer Brille gemalt und ich würde schon sagen, eine Brille steht mir. Das ist hier so eine runde Brille mit so runden Augen oder Gläsern, was auch immer. Aber trotzdem, ja, eine Brille steht mir. Weiter geht's. Okay, das nächste Bild ist von Leckerdöner, It's Raining AA von Interpret, Avery, It's Raining AA. Das ist von Spotify. Okay, so ein Lied gibt's noch nicht, aber ist doch mal eine ganz gute Idee, oder? Ich meine, würde das irgendjemand hören? Schreibt das mal in die Kommentare. Dieses Bild hier ist von Sefza und schaut mal, da bin ich und sie. Hier bin ich auch mit meinem Sommermerch und im Hintergrund ist noch so orange und ein bisschen gelb auch. Und auch in diesem Bild steckt bestimmt super viel Arbeit drin. Also natürlich auch danke dafür. Das Bild ist von Lena oder so und die ist auch gerade hier. Also Grüße gehen raus. Und sie hat hier auch mein Profilbild gemalt für Avery, mein kleinen Pupsi von Lena oder so, aka Lena. Und das wurde auch in echt gemalt und das sieht auch richtig, richtig gut aus. Und schaut mal, wie glücklich diese Kuh da oben einfach lacht. Hier wurde ich nochmal gemalt von Amira. Also Lami ruft mich an. Und das hier ist ein bisschen kleiner als dieses Bild, aber trotzdem auch sehr, sehr gut nachgetroffen. Sogar mit Hintergrund hier. Also auch wieder mit meiner süßen Kuh auf dem Kopf. Dann noch hier, wo ich lache. Und der Hintergrund in orange und gelb. Dann mit so einem vorletzten Bild für heute von I Love Lea. Und das wurde auch digital gemalt. Wieder mit orange und gelb im Hintergrund. Und da bin ich und ich strecke meine Hand so aus. Und schaut mal diese süße Kuh auf meinem Kopf an. Das ist auch so ein bisschen Anime-Style. Und das sogar ein Herz im Hintergrund, wie wir sehen können. Da habe ich wieder den orangen Hoodie an, die schwarze Jacke und die schwarze Hose. Meine Hand hier sieht sogar richtig, richtig gut aus. Schönes Bild, aber Freunde, jetzt wird es Zeit mit dem sassesten Bild, das ihr je gesehen habt. Und dieses Bild kam ja nach diesem Bild und das ist ganz genau hier. Man sieht schon einen kleinen Teil. Freunde, seid ihr bereit? Alle abonnieren, alle liken und 3, 2, 1, ja, vielen Dank dafür, Junetta. Und Freunde, das hat sie einfach so gemalt. Ich weiß selber nicht, was es damit auf sich hat, aber ich glaube, das ist selbsterklärend. Aber vielmehr ist, dass es einfach nur mega sass ist, kann ich zu diesem Bild auch nichts sagen. Hier sehen wir nochmal alle Fanarts angerichtet. Also Freunde, wirklich vielen Dank an jedes einzelne Bild. Natürlich konnte ich in diesem Video nicht alle zeigen. Das heißt, wenn du eins gemacht hast, schick das in meinen Discord-Server rein und dann bist du im nächsten Video dabei. Also, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder, dass sie auf dem Bildschirm ist. Das ist nämlich auch richtig cool geworden. Bis dann, Freunde.